Ostermorgen. Ding dong. Huh? Maria, was denn du hier draußen? Ach, ich wollte mal nach euch schauen. Geht's euch gut? Na ja, nicht so gut. Ist er auch da? Ja, er ist oben in seinem Zimmer. Ach, er kann sich nicht verzeihen, weißt du? Die Sache mit dem Hahn? Ja, mit dem Hahn. Armer Petrus. Und wie geht es euch in Bethanien? Ach, weißt du was? Nicht so gut. Die Leute sind nicht fähig zu dem, was man jetzt tun muss. Du, sagst du deiner Schwiegermutter Bescheid? Ich wollte salben gehen und ölen. Aber natürlich, ich sag ihr Bescheid. Sie wird sicher mitkommen. Naja, ich habe gedacht, ihr könntet auch mitkommen, du und Petrus. Wer soll uns sonst den großen, schweren Stein zur Seite rollen? Du, ich würde Petrus nicht alleine lassen in dieser Situation. Ich bleib lieber da. Aber du frag doch die Soldaten, die dort Wache stehen. Das werden sie dir nicht ausschlagen. Ah, das ist eine gute Idee. Jupp. Nichts los, oder? Nö. Nichts los. Naja, ist ja auch Sabbat. Sabbat war, glaub, gestern. Sabbat war gestern? Ja. Aber heute ist nichts los. Ja. Ein Erdbeben! Oh, oh, ist das hell! Oh. Wer hat es? Ist es das Richtige? Wer hat es aufgemacht? Bing! Oh! Habt ihr ihn weggebracht? Bitte, bitte sag mir, wo ich ihn finden kann, weil ich wollte doch salben und ölen. Was suchst du den Lebenden bei den Toten? Erinnere dich, hat er nicht gesagt, er wird auferstehen? Gott hat ihn auferweckt. Das Grab, es ist offen.
Es ist offen. Oh nein, das muss ich allen erzählen. Das Grab, es ist offen. Ah! Es ist offen, das Grab, es ist, sie haben ihn weggebracht, sie haben ihn weggebracht. Es ist offen, es ist offen, es ist offen. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Maria, was ist denn los? Das Grab, es ist offen. Es ist der Stein, es ist weg. Was ist weg? Der Stein, das Grab. Wie das Grab? Es ist offen. Was? Oh nein, das ist furchtbar, es ist furchtbar. Petrus, das Grab ist offen. Ja, schon gehört, schon unterwegs. Es ist wirklich offen. Wo ist er? Wo ist er? Er ist nicht da. Alles leer. Nur die Tücher. Nur die Tücher. Nur die Tücher, Johannes. Nur die Tücher? Aber wer hat die so zusammengelegt? Also ich kenne doch nur einen, der die Tücher immer so zusammen... Kann das sein? Es ist wahr. Petrus, wo bist du? Petrus, erinnere dich, wo bist du hin? Ich bin zum Fischen. Ach, Petrus, jetzt komm doch mal. Komm, das ist doch Wahnsinn. Was weinst du, Frau? Oh, bist du der Gärtner? Maria. Rabbi. Maria, fass mich nicht an. Du konntest mich noch nicht begreifen. Ich bin noch nicht zu meinem Vater hochgegangen. Zu meinem Vater und deinem Vater, zu meinem Gott und deinem Gott. Geh, sag es den Brüdern, besonders dem Petrus. Das, er lebt, Jesus lebt. Er ist auferstanden. Jesus lebt. Ja, er ist auferstanden. Leute, das müsst ihr alle sehen. Das ist doch unglaublich. Jesus lebt. Auferstanden. Auferstanden. Du glaubst also nicht, was sie sagen. Aber Maria Magdalena sagt doch, sie hat ihn gesehen. Maria Magdalena ist ein liebes Mädchen, aber vielleicht ist sie ein bisschen überfordert mit der ganzen Situation.
Es tut, es tut. Das haben wir doch alle gesehen. Ja, und man weiß nicht genau, wer da in weißen Gewändern herumgelaufen ist. Vielleicht war es ja wirklich der Gärtner. Oh, und sie hat keinen Bart. Sie ist eine Frau, ja, keinen Bart, eindeutig. In der Stadt sagen sie schon, wir hätten den Leichnam geklaut. Johannes, Johannes, hast du auch wirklich die Tür abgeschlossen? Aber erinnert euch, was hat Jesus gesagt? Er muss gekreuzigt werden und am dritten Tage wird er auferstehen von den Toten. Ja, aber ob er das so gemeint hat, wenn er es sagt. Manchmal sagt er was und er meint es nicht. Und manchmal meint er was und sagt es nicht. Aber haben wir nicht auch Lazarus von den Toten zurückkommen sehen? Bing! Oh nein, Gespenster! Jetzt holen sie uns! Fürchtet euch nicht. Was zagt ihr in eurem Herzen? Ich bin es doch. Schaut her. Seht meine Hände und Füße, die Wunden. Ein Gespenst hat kein Fleisch und Blut. Das ist der Herr. Er lebt. Ja, so. Oh, das ist er. Er lebt. Juhu, er ist auferstanden. Ja. Habt ihr etwas zu essen für mich? Ich hab deinen Fisch gefangen. Den möchte ich. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich nun euch. Empfangt meinen Geist und geht hinaus in alle Welt. Verkündigt den Völkern die Gnade Gottes. Ich bin bei euch bis an der Weltende. Mein Name ist Bettina Becker. Ich stelle mich kurz vor, weil manche gestern vielleicht noch nicht da waren. Ich lebe mit meiner Familie, meinem Mann und 3 Kindern in Magdeburg seit 15 Jahren. Dort haben wir vor 5 Jahren die Villa Wertvoll gegründet. Das ist ein Kinder- und Jugendkulturhaus, wo Kinder Theater spielen können, tanzen können, Musik machen können. Und wir einmal im Jahr mit diesen Kindern eine riesengroße Show machen, eine Bühnenproduktion, wo wir sie alle auf die Bühne bringen. Das sind Kinder aus sehr unterschiedlichen Hintergründen, kaum welche, die irgendwie christliche Hintergründe haben. Wir haben Kinder, die von privaten Gymnasien kommen, Kinder von Förderschulen. Und wir versuchen ihnen so die Liebe Gottes und Liebe zu sich selber und Liebe zum Leben zu vermitteln. Das ist mein Alltag in Magdeburg. Das sind oft kleinere Gruppen, mit denen ich arbeite, also vor so vielen Menschen, die dann auch noch feiern und Jesus feiern, zu stehen. Das ist sehr selten. Deswegen freue ich mich sehr, hier zu sein. Draußen im Foyer liegen ein paar Bücher von mir. Wer möchte, kann sich da gerne welche mitnehmen und das Geld in die Kasse tun natürlich. Genau, ja, soweit zu mir, sonst könnt ihr mich auch gerne gleich noch fragen. Bevor ich mit der Predigt starte, würde ich gerne ein kleines Experiment machen von euch. Und zwar bitte ich euch, dass ihr euren rechten Nebenmann, eure rechte Nebenfrau einmal anschaut, jetzt. Die guckt dann weg, das ist schwierig, genau. Haha. Genau, und jetzt machen wir es so, dass ihr jeweils eurer rechten Nebenfrau, eurem rechten Nebenmann euren Namen sagt. Und zwar fangen wir, jetzt muss ich gucken, rechts, ja, das passt, ne? Wenn du also anfängst, wie ist dein Name? Salome? Salome, du sagst deinen Namen jetzt zu Gabriel, genau. Also guckst ihn an, sagst Gabriel und dann geht das wie im Domino weiter, ja? Also dann sagt Gabriel seinen Namen bis dahin. Bis wir bei, wie ist dein Name? Sarah. Und du sagst dann deinen Namen wieder zurück, ja? Also jetzt sagt nicht alle Salome, sondern jeder sagt seinen eigenen Namen. Wir fangen jeweils da an, einmal die Reihe hin und dann wieder zurück. Wie bei Domino, nur ohne umkippen, okay? Also, und Salome, du gibst das Startzeichen. Du sagst einmal ganz laut deinen Namen und dann wissen alle anderen, sie können anfangen. Und jetzt alle.
Okay, Salome und Gabriel sind fertig. Das ist auch eine sehr lange Reihe hier vorne. Von daher dürfte es geklappt haben. Merkt euch mal den Namen. Also euren eigenen, aber auch den, den ihr jetzt gerade gehört habt, bitte. Ihr habt sehr lange Namen, kann das sein? Okay, gut. Wahrscheinlich gibt es noch ein bisschen mehr zum Austauschen. Ich danke Radieschenfieber für diese wunderbare Darstellung unseres Predigttextes heute. Es ist so schön, ich gebe zu, mein feministisches Herz hat manchmal ein bisschen gezuckt, aber es ist so schön, die Sachen mit Humor anzugehen und zu sehen, was dort Großartiges passiert ist und wie schön man das darstellen kann mit diesen wunderbaren Asterix- und Obelix-Figuren. Ich habe mich ganz wieder in meiner Kindheit zurückgefühlt. Die Geschichte steht in Johannes 20 und das ist unser Text heute Morgen. Und ich möchte euch ganz viel Mut machen, diese Geschichte selber mal in eurer Bibel nachzulesen. Wenn ihr keine Bibel habt, kauft euch eine unten in der Buchhandlung. Denn es ist ganz wichtig, dass ihr nicht nur hört, was wir hier vorne sagen oder einem Figurenspiel folgt, sondern selber reinguckt und selber Entdeckungen macht. Gestern Abend haben wir hier über schwere Themen geredet. Wir haben darüber geredet, dass der Stein vor dem Grab war, dass Dinge zu Ende sind, dass Dinge zerbrochen sind, dass es dunkel ist, dass man manchmal sein Profilbild auf schwarz stellen möchte. Und wenn wir jetzt in diese Geschichte reingucken, dann lernen wir Maria kennen. Und Maria war noch ganz drin in der Trauer. Ganz darin, dass der Stein vor dem Grab war. Und es steht in Johannes 20, Vers 1, früh am ersten Tag der Woche, als es noch dunkel war. Und vielleicht kennst du diese Momente, dass du nachts nicht schlafen kannst, weil es gerade so schwer war, weil es so traurig war, weil du immer wieder durchgegangen bist, was da zerbrochen ist. Und dann bist du die Erste, die morgens aufsteht und du gehst nochmal dahin, an den Ort, gedanklich oder direkt zum Friedhof, zu irgendeiner Brücke oder zu irgendeinem symbolischen Ort, um dahin zu schauen, um nochmal dahin zu gehen. Und das war die Situation von Maria. Und dann kommt sie an und sieht, dass der Stein weg ist und rennt zurück und sagt es den Jüngern. Und ich finde das so schön und Matthias hat es wunderbar dargestellt. Das ist ja, die Bibel ist ja zutiefst menschlich, ja. Es geht um Petrus und den Jünger, den Jesus lieb hatte, so muss das hier betont werden. Und dann steht, Petrus und der andere Jünger liefen zum Grab, um nachzusehen. Der andere Jünger lief schneller als Petrus und kam als erster an. Also Wettrennen zum Friedhof. Und warum muss das in der Bibel stehen, dass er der Schnellste war? Das erinnert mich so ein bisschen an meine Söhne, die sind 11 und 12. Ja? So, ich war erster, nee, ich, aber ich bin erster angekommen. Und ich mag das. Da ist Jesus gerade gestorben, ja, und dann ist irgendwas passiert und dann ist es aber wichtig zu erwähnen, ich war der Erste, der da war. Und es zeigt mir, dass wir es zutiefst mit Menschen zu tun haben, mit Menschen wie du und ich. Die Jünger gehen wieder nach Hause und Maria steht weinend vor dem Grab. Und wenn wir in diesen Text gucken, dann sehen wir, dass sehr oft das Wort sehen oder schauen vorkommt. Gesehen ist heute Morgen das Thema. Und ich würde gerne mit euch über ein paar Blicke reden. Der erste Blick, den Maria hat, ist, der Stein ist weg. Und ihr Gedanke dazu ist, jetzt ist es noch schlimmer. Jetzt haben sie meinen Herrn auch noch weggenommen. Blick 1, Stein ist weg, es ist noch schlimmer. Blick 2, sie schaute in das Grab hinein. Sie traut sich, dahin zu gucken, wo sie denkt, jetzt ist es noch schlimmer geworden. Und sieht dort zwei weiß gekleidete Engel sitzen. Warum weinst du, fragen die Engel sie. Und Maria sagt,
weil sie meinen Herrn weggenommen haben und ich nicht weiß, wohin. Ich vermute, Maria hat nicht verstanden, dass das Engel waren, sonst hätte sie was anderes gesagt. Maria war so beschäftigt mit ihrer Trauer, so beschäftigt mit ihrer Vorstellung, sie haben meinen Herrn geklaut, sie haben ihn weggenommen, dass sie überhaupt nicht die Möglichkeit hatte, was anderes zu sehen. Sie war so gefangen in ihrem Schmerz, dass sie nicht verstanden hat, hier sind Engel. Hier sind Engel, es könnte eine gute Botschaft sein, es könnte was Schönes passiert sein, sondern sie bleibt weinend und sagt, sie haben ihn weggenommen. Manchmal sind wir so gefangen in unserer Trauer, in unserem Schmerz, in unseren Vorstellungen davon, wie etwas war oder etwas ist, dass wir Engel nicht erkennen. Blick 1, der Stein ist weg, es ist noch schlimmer. Blick 2, der Blick ins Grab und sie erkennt die Engel nicht. Blick 3, sie sagt zu den Engeln, weil sie meinen Herrn weggenommen haben und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. So, dann steht hier in Vers 14, sie blickte über ihre Schulter zurück und sah jemanden hinter sich stehen. Also es guckt so ins Grab und blickt dann über die Schulter zurück und da steht jemand. Dieser jemand, wir wissen das, ist Jesus, aber sie erkannte ihn nicht. Warum weinst du, fragt Jesus sie, wen suchst du? Sie guckt so zurück, ja, und denkt, es ist der Gärtner. So schön, es ist der Gärtner. Klar, am Friedhof, wer soll da sonst sein? Mein Sohn, der sich gerade sehr mit Geschichten erzählen auseinandersetzt, sagte, Mama, ich glaube, Maria hat zu viele Krimis gelesen. Er sagte, naja, im Krimi ist es ja immer der Gärtner. Und ich freue mich, dass Jesus hier nicht als der Auferstandene erscheint mit einem weißen Pferd und wehenden Fahnen und sagt, ich bin da, sondern er ist der Gärtner. Und wer kennt sich besser mit Auferstehung aus als ein Gärtner? Gerade jetzt im Frühling erleben wir das. Marias Blick über die Schulter und sie sieht, es ist der Gärtner. Und sie erkennt ihn nicht, sondern sie macht ihm sogar einen Vorwurf. Herr, wenn du ihn weggenommen hast, sag mir wohin, dann hole ich ihn selber. Herr, wenn du ihn weggenommen hast und vielleicht sagt sie, sag mir wohin, ich hole ihn selber und wendet sich ab. Weil sie auch in diesem Blick keine Hoffnung hat. Sondern allein dieser Aktionismus, dann gehe ich los, ich mache es selber. Ich würde ja was tun, wenn mich jemand lassen würde. Sie sieht die Engel und versteht nichts. Sie sieht Jesus, den Gärtner, und versteht nichts und dreht sich rum. Und dann hört sie Maria. Und erst da, erst als Jesus ihren Namen nennt, erkennt sie ihn. Sie erkennt ihn nicht an seinem Äußeren. Sie hat ihn auch nicht an seiner Stimme erkannt. Sie hat ihn daran erkannt, dass er ihren Namen ruft, dass er ihren Namen ausspricht. Maria. Wo schaust du gerade hin? Auf das, was es vielleicht noch schlimmer macht? Auf irgendwelche Engel, die du nicht verstehst? Auf einen Gärtner, dem du vielleicht noch Vorwürfe machst? Und wo brauchst du es, dass gerade jemand deinen Namen nennt, damit du verstehst, ich bin gemeint? Dass jemand deinen Namen ausspricht. In Jesaja 43, Vers 1 steht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Der Name hat eine große Bedeutung. Und dass Jesus den Namen sagt von Maria, lässt sie erkennen, dass er der Auferstanden ist. Maria. Sie dreht sich zu ihm um und rief aus, Meister, berühre mich nicht, sagt Jesus, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren.
Wir hatten das gestern Abend. Ich habe alle Scherben aufgekehrt, aber alle Scherben sind kein Glas. Jesus sagt, berühre mich nicht. Es ist etwas anders zu vorher. Die Auferstehung, der Kreuzestod hat etwas verändert. Berühre mich nicht. Aber geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott auffahre. Maria Magdalena fand die Jünger und erzählte ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Dann berichtete sie, was er ihr aufgetragen hatte. Sie hört ihren Namen und dann geht sie los. Und dann wird sie die erste Evangelistin aller Zeiten. Eine Frau, und wir haben es gerade sehr schön gehört, oh, ist ein liebes Mädchen, die Maria, aber vielleicht ein bisschen überfordert. Und diesem lieben Mädchen, die nicht immer so lieb war, wird die wichtigste aller Botschaften anvertraut. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Die Geschichte vom Kreuz und von der Auferstehung ist die größte Geschichte, die schönste Geschichte, die wichtigste Geschichte, die es gibt. Und es ist eine Geschichte, aber sie wird zu deiner Geschichte, wenn du deinen Namen hörst. Wenn du hörst, dass Jesus deinen Namen nennt und du weißt, diese Geschichte ist auch eine Geschichte für dich ganz persönlich. Bevor sie diesen Namen gehört hat, konnte Maria nur das sehen, was sie glaubte, sehen zu dürfen. Ein Stein, der weg war, jemand, der einen Leichnam vermutlich geklaut hatte, ein Engel, der Fragen stellt, einen Gärtner. Und ganz oft sehen wir auch nur das, was wir glauben sehen zu können. Oder was wir gelernt haben zu sehen, die Geschichten, die wir gehört haben, auch vielleicht die Geschichten über Glauben oder über Kreuz. Es ist wie so eine Brille, die wir aufhaben, wo wir immer wieder das Gleiche hören. Und ich glaube, Jesus möchte dich heute einladen, nochmal neu eine Brille aufzusetzen und eine andere Geschichte zu hören. Ihr habt am Eingang alle diese super stylischen, wunderbaren Brillen bekommen. Und ihr habt sie auch schon ausprobiert, ich habe das gesehen. Und ich bitte euch, sie jetzt alle mal aufzusetzen. Das sieht super aus. Und wenn ihr jetzt auf diese Bilder guckt, die gleich da erscheinen, und einmal nur das rote Auge zumacht, also nur durch das blaue Auge schaut, dann müsstet ihr etwas sehen können. Funktioniert das mit der Technik? Ich kann hier nämlich gar nichts sehen. Geht, ja? Gut, okay, danke. Genau, und wenn ihr dann das blaue Auge zukneift und nur mit dem roten schaut, seht ihr wieder etwas anderes. Und so könnt ihr mal ein bisschen hin und her wechseln, rot und blau und rot, und euer Blick ändert sich. Das ändert nichts an dem Bild, sondern das ändert nur etwas an der Art, welche Dinge ihr gerade seht. Das Bild ist da. Da ist ein Bild mit Kreuzen und ein Bild mit einem offenen Grab. Und die Einladung ist, mal auf das Kreuz zu schauen, auf die Scherben, auf die Schmerzen. Das hatten wir gestern Abend. Und die andere Einladung ist, mal auf das leere Grab zu schauen und auf die Hoffnung und auf die Auferstehung zu sehen und sehen, dass beides da ist. Das Kreuz und das leere Grab, die Auferstehung, gehören beides untrennbar zusammen. Und die Einladung heißt, du darfst deinen Blick ändern lassen. Du darfst eine neue Geschichte hören. Es gibt diese Geschichte, vielleicht kennt ihr die, ich mag sie sehr, von den Zwillingen. Der eine ist der Optimist und der andere ist der Pessimist. Und die werden morgens wach an ihrem Geburtstag und zwischen ihren beiden Betten liegt ein Pferdeapfel. Und der Pessimist-Zwilling guckt diesen Pferdeapfel an und sagt, meine Eltern müssen mich hassen, dass sie mir einen Pferdeapfel zum Geburtstag schenken. Und der Optimist guckt auf diesen Pferdeapfel und sagt, ich kriege einen Pony zum Geburtstag. Welchen Blick hast du auf das, was in deinem Leben passiert? Welchen Blick wünschst du dir auf dich, auf die Menschen um dich herum? Die Geschichte von der Auferstehung
kann unseren Blick ändern, darf unseren Blick ändern auf alles, was in dieser Welt passiert. Wir sind oft verzweifelt und wir gucken uns die Nachrichten an und ich gucke mir die Nachrichten an und manchmal mache ich sie aus, weil ich es nicht ertragen kann. Ich höre Geschichten von Kindern aus der Villa Wertvoll und ich werde wütend und traurig gleichzeitig. Und ich werde verzweifelt und fühle mich ohnmächtig. Und ich höre Geschichten von Freundinnen und Freunden, von Scherben und von Leid. Und ich gehe zum Kreuz und ich gehe zum leeren Grab, weil die Geschichte der Auferstehung alles ändert. Mit der Auferstehung lädt Gott dich ein, schau mal, wie ich die Welt sehe. Der Tod ist nicht das Ende. Die Sünde herrscht nicht mehr. In Römer 5, Vers 21 steht, so wie die Sünde also über alle Menschen herrschte und ihnen den Tod brachte, so herrscht jetzt Gottes wunderbare Gnade. Gnade, die herrscht, das ist schon irgendwie ein Widerspruch in sich. Aber wie großartig ist diese Geschichte, wenn du sagen darfst, die Gnade steht über allem. Die Gnade ist größer als alles. Die Liebe, die Gott am Kreuz gezeigt hat und in der Auferstehung gezeigt hat, ist größer als alles. Die alte Geschichte, dass die Sünde in der Welt war, der Tod alles beherrschte, die gilt nicht mehr, weil Jesus lebt. Das heißt nicht, dass uns das alles nicht mehr betrifft, aber es heißt, dass wir Hoffnung haben. Die Geschichte gilt für dich ganz persönlich. Und ich möchte euch eine kleine Geschichte vorlesen. Die steht nicht in der Bibel. Aber ich lade dich ein, sie einfach mal anzuhören. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging in ein Haus hinein, ein großes Haus, ein Haus, das mir irgendwie bekannt vorkam. Es war ein Haus mit vielen Zimmern, manche sehr schön, manche rumpelig, manche sehr groß, manche klein, manche hell und lichtdurchflutet, andere gemütlich verdunkelt. Es gab einen großen Salon für viele Gäste und kleine Räume, wo sich immer nur eine Person aufhalten konnte. Ein paar Sachen lagen rum, in manchen Zimmern sah es aus, als hätte jemand gewütet. Andere wiederum waren liebevoll hergerichtet und dekoriert. Große Fenster, aus denen man schauen konnte hier, zugezogene Vorhänge dort. Eine Scheibe kaputt und notdürftig repariert, als hätte jemand von außen hineingewollt. Und ein paar dreckige Fußabdrücke. Auf jeden Fall ein lebendiges Haus. Und während ich von Zimmer zu Zimmer ging, kam mir das Haus immer bekannter vor. Und langsam wurde mir klar, dass dies mein Haus war. Das Haus meines Lebens, meines Seins. Ich erkannte Momente und Dinge von mir. Schönes und weniger Schönes. Neugierig ging ich weiter hoch zum Dachboden, von wo aus ich einen weiten Blick hatte, hinunter ins Erdgeschoss, wo es ziemlich voll war. Und dann noch weiter runter, in den Keller. Naja, was soll ich sagen? Hier war es dunkel und kalt. Keine Leichen oder so, aber doch das ein oder andere verstaubte Andenken, was auch schon längst hätte entsorgt oder bereinigt werden können. Und so ein paar fest verschlossene Schränke, wo ich lieber nicht mehr so genau hingucken wollte. Naja, wenn mal Zeit kommt, dachte ich und wollte wieder hoch ins Licht. Doch dann plötzlich entdeckte ich eine Klappe. Kaum erkennbar, eingelassen im Boden des Kellers. Dunkles Holz, dunkle Beschläge und ein festes Schloss. Mit einem mulmigen Gefühl ging ich näher. Eine Stimme in meinem Kopf raunte mir zu, die willst du nun wirklich nicht öffnen. Da geht es noch weiter runter. So genau willst du da gar nicht schauen. Genieß lieber die frische Luft oben. Guck mal, die ist gut verschlossen, das hat schon seinen Sinn. Ich wandte mich ab und stieg die Treppe rasch wieder hoch. Doch auch oben ließ mich diese Klappe nicht los. Und Erinnerungen kamen. Sätze meines Lehrers über die dünne Decke der Zivilisation. Predigten des Pfarrers über den Menschen an sich, böse von Jugend an. Seufzer meiner Mutter,
als meine Oma ins Altenheim kam. Irgendwann zeigt jeder sein wahres Gesicht. Ich hatte gelernt, dieses wahre Gesicht ist kein schönes. Und es ist gut, dass uns die Zivilisation voreinander schützt. So stöberte ich weiter in Schränken, Regalen, Sesseln und Sofas. Doch es war verrückt. Immerzu musste ich an diese Klappe im Boden des Kellers denken. Ich fühlte mich von ihr angezogen. Meine Schritte führten schließlich wieder hinab und dann stand ich vorher. Und dann sah ich es. Direkt neben der Klappe im Boden lag ein großer Schlüssel, als hätte ihn jemand dort hingelegt. Was für ein Unsinn. Warum sollte ich mir das jetzt antüren? Ich spürte doch immer wieder, wenn es in mir brodelte. Die kaputten Tassen oben und so manche Risse in den Wänden sprachen eine deutliche Sprache. Und meistens hatte ich ja auch mich und meine Wut im Griff. Wie gebannt starrte ich auf den Schlüssel, den ich mittlerweile in der Hand hielt. Vielleicht würde es doch Sinn machen. Vielleicht, wenn ich mir das Ganze angucken würde und dann mit viel Aufräumen, Zähnen zusammenbeißen und der ernsthaften Anstrengung, vielleicht konnte ich ja ein bisschen was verbessern, damit ich im Alter nicht ganz so unerträglich werden würde oder damit meine Mitmenschen jetzt schon mit mir. Ich kniete mich neben die Luke, pustete den Staub aus dem Schloss und steckte den Schlüssel vorsichtig rein. Ich wappnete mich. Sicher würde es dunkel sein, kalt, laut. Aber ich wollte mich dem stellen, was da im Grunde lauerte. Und zur Not könnte ich die Klappe einfach blitzschnell wieder zuschlagen. Zuerst klemmte sie ein wenig und dann spürte ich, wie sie langsam nachgab. Ich holte noch einmal tief Luft und öffnete sie. Was ich sah, ließ mir den Atem stocken. Zuerst war es einfach nur hell. Fast fühlte ich mich gebellt, geblendet und dann sah ich fand kein anderes Wort, Schönheit. Klarheit, viel Licht und ein Strahlen wie nicht von dieser Welt. Es gab viel zu entdecken, was sich mit Worten nicht beschreiben lässt. Und ich merkte, dass mich ein tiefes Glück erfüllte. Und dann hörte ich eine Stimme. Meine Tochter, das bist du. Du bist wunderbar geschaffen, voller Schönheit, voller Licht, voller Liebe. Aber Moment mal, die Risse und die zerbrochenen Tassen, da ist nicht alles gut, brachte ich hervor. Ja, nicht alles bleibt so, wie es am Anfang ist. Das ist das Leben. Doch die Grundlage des Lebens, deine Grundlage und dein Ziel ist immer Liebe, Licht und Gnade. Das ist die große Geschichte. Was auch immer passiert, du bist im Grunde gut. Schwer zu glauben, oder? Wie schön wäre es, wenn diese Geschichte stimmen würde. Wenn wir uns selber vertrauen könnten, dass in der Tiefe nicht irgendwo ein Monster lauert, sondern dass wir im Grunde gut sind. 1. Mose 1, Vers 27. Er schuf den Menschen nach seinem Bilde. Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Römer 5, Vers 21, und nun herrscht die Gnade. Hebräer 10, Vers 10, Christus hat uns ein für alle Mal geheiligt durch seinen Tod am Kreuz. Ich könnte noch viele Verse nennen. Die große Geschichte heißt, die Sünde ist besiegt. Die große Geschichte heißt, der Tod ist besiegt. Die große Geschichte heißt, Jesus ruft dich bei deinem Namen. Du bist sein geliebtes Kind. Gott liebt dich so sehr, dass er die alte Geschichte neu geschrieben hat. Mit dem Kreuz, wo er die Schuld, die Sünde der ganzen Welt auf sich nahm, mit der Auferstehung, die gezeigt hat, alles ist besiegt. Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Aber das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Ich sage nicht, dass wir diese Risse und vielleicht die kleinen Leichen im Keller ignorieren sollen. Im Gegenteil. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, uns mit den Rissen, mit den Leichen im Keller auseinanderzusetzen.
Und wenn du gerade Mist baust, ja, wenn da wirklich Sachen in deinem Leben sind, die du bereinigen musst, dann tu das. Wenn du geizig bist, wenn du Menschen unterdrückst, wenn du Menschen schlägst, wenn du gemein bist, dann bring das in Ordnung. Tu Buße. Entschuldige dich bei anderen. Aber die Grundgeschichte ist, es herrscht die Gnade und deswegen dürfen wir uns entschuldigen, dürfen wir Buße tun, dürfen wir sagen, es tut mir leid, weil Jesus die Geschichte neu geschrieben hat. Es herrscht die Gnade. Eine Freundin von mir drückt es immer schön aus, wenn es um so zwiespältige Sachen geht, dann sagt sie, dafür bin ich mir zu schade. Wie schön wäre es, wenn wir sagen, dafür bin ich mir zu schade. Denn ich bin Gottes geliebtes Kind. Du darfst deinen Blick ändern. Du darfst deinen Blick auf den Auferstandenen richten, auf das leere Kreuz, auf das leere Kreuz und auf das leere Grab, mit dem Wissen um alle Risse und alle Zweifel und alle Sorgen und allen Mist, den es in deinem Leben gibt, darfst du wissen, die Gnade herrscht. Maria wandte sich um und Jesus sagt nur ihren Namen, Maria. Und Jesus möchte heute Morgen deinen Namen nennen. Gerade wurde ganz oft dein Name gesagt oder du durftest deinen Namen selber sagen und ich möchte ein Experiment machen. Ich möchte, dass wir das gleich nochmal machen mit diesem Namen nennen. Und zwar sagst du jetzt immer den Namen von der Person, die neben dir sitzt. Schließt einfach die Augen dabei, Salome, du fängst wieder an und du sagst gleich einfach den Namen Gabriel. Und Gabriel, du sagst dann den Namen, weiß ich nicht, von Deborah. Und so geht es wieder durch die Reihe einmal hin und Sarah, du musst dann nochmal den Namen von der anderen hören kriegen, weil du hast niemanden, dem du was sagen kannst. Schließt einmal die Augen und sagt einfach wirklich in aller Stille, ohne etwas, sagt nur den Namen zu eurem Nebenmann, zu eurer Nebenfrau, den Namen dieser Person. Und los. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wir feiern die Auferstehung. Wir feiern das leere Grab. Wir feiern es heute, dass die Gnade herrscht. Und wir wollen euch jetzt wieder einladen zu einer Zeit der Stille. Eine Zeit, wo ihr euch zwei Fragen stellen könnt. Die eine Frage ist, wie siehst du? Und die andere Frage ist, wie möchtest du gerne sehen? Wo möchtest du gerne deinen Blick von Jesus ändern lassen? Von dem, der den Tod besiegt hat, der Sünde die Macht genommen hat und der sagt, jetzt herrscht die Gnade. Amen.